Nach solchen Schrebergärtenkämpfen und Vorgärtchenschlachten kann man nur an der Hängematte übernachten. Man konnte auch hier sehen, wie bei jedem anderen Krieg, gewinnt auch einer, eigentlich ist es kein Sieg. Drum sollte man, ehe es zu Gefechten kommt, bei einem Gläschen sich zusammensetzen. Versäumt man das, kommt das Schlamassel prompt. Und eifrig sieht man die Parteien Messerwitzen. Der Anlässe gibt's viele für einen Streit, denn leben zwei in nachbarlicher Einsamkeit und können sich zur Zweisamkeit beim besten Willen nicht bequemen, wird das, bei hitzigem Temperamente noch dazu, in jedem Fall ein schlimmes Ende nehmen. Da sitzt man dann im Sessel mit den Ohren backen, tut mit den Zähnen knirschen, mit den Kiefern knacken und brütet vor sich hin in stiller Wut, schürt Racheflammen aus des Ärgers Glut und denkt nicht, dass die Kriegsmaschine, die schon lange rostet, wird sie in Gang gesetzt, enorme Summen kostet. Von allen Schülern der Ritterschule war Gervain Le Queux Hardy derjenige, von dem man sich am wenigsten erhoffte. Er war zwar groß und stämmig, aber es fehlte ihm ganz einfach der richtige Kampfgeist. Wenn die Turnierklasse zusammengetrommelt wurde, versteckte er sich im nahegelegenen Wäldchen, obwohl ihn alle bedrängten, doch mitzukommen und sich wie ein Mann die Rippen zu brechen. Sie versuchten es mit Heimtücke und sagten ihm, dass die Lanzen gepolstert wären und die Pferde nur Ponys und der Boden für die späte Jahreszeit noch angenehm weich. Aber die Begeisterung wollte ihn auch dann nicht überkommen. Der Schuldirektor und der Professor für Manneszucht diskutierten den hoffnungslosen Fall. Und der Professor war dafür, den Weichling rauszuschmeißen. Nein, ich werde ihn darauf trainieren, Drachen zu erschlagen. Auch gut. Dabei wird er natürlich umkommen. Er wird nicht umkommen, verehrter Kollege. Ich verrate ihm nämlich ein Zauberwort. Na schön, versuchen wir es immerhin. Von dem Tag an spezialisierte sich Gervain auf Drachen. Am Vormittag gab es Vorträge über Geschichte, Anatomie, Sitten und Gebräuche der Drachen. Dabei zeichnete sich Gervain nicht besonders aus. Am Nachmittag zeigte er sich schon von einer besseren Seite. Da ging er mit seiner Schlachtaxt in den Wald üben. Dann sprang er wie ein Wilder übers freie Feld und auf den Pappdrachen los, der dort zu Übungszwecken stand. Dabei schrie er, die Pest über dich oder irgendeine andere dumme Redensart, die in seiner Klasse gerade im Schwange war. Er brauchte immer nur einen einzigen Hieb und der Pappdrache stand kopflos da. Ende Juni war es dann soweit. Unser Recke sollte auf lebendige Drachen angesetzt werden. Er bekam ein Diplom und eine neue Streitaxt und der Direktor meinte, er müsste ihm noch was flüstern. Setz dich, mein Junge, setz dich. Nun hast nun hier bei uns alle Dinge des Lebens gelernt. Aber das Leben besteht nun mal nicht aus Theorien, sondern aus Tatsachen. Und diesen Tatsachen gilt es nun ins Auge zu schauen. Auch wenn sie oft recht unangenehm sind. Du zum Beispiel, mein Sohn, sollst nun losziehen und Drachen erschlagen. Ich habe gehört, die Drachen in den südlichen Wäldern sollen bis zu 300 Metern lang werden. Stimmt das? Blödsinn. Außerdem wirst du sehr schnell spitz kriegen. Je länger die Biester sind, umso langsamer sind sie. So? Ich möchte aber doch lieber eine Tarnkappe. Oh, was soll denn das sein? So eine Mütze, die mich unsichtbar macht. Ach was, ein Ritter trägt keine Mütze. Nicht mal bei 20 Grad Kälte. Ich gebe dir was anderes. Du bekommst von mir ein Zauberwort, mein Junge. Das musst du nur sagen und kein Drache kann dir was zuleide tun. Ein einziges Wort wäre für dich wohl das Beste. Ja, ja, möglichst kurz. Oh, zu kurz darf es auch nicht sein. Oh, hier habe ich ein herrliches Wort. Rumplesnitz. Hm? Meinst du, du könntest das lernen, hm? Sie fingen gleich an mit dem Lernen. Gervain gab sich große Mühe und schon nach 4 Stunden hatte er das Wort ziemlich fest im Kopf und konnte es nachsprechen. Beim Morgengrauen brachte ihn der Herr Direktor an den nahen Waldesaum. Über den Bäumen hing eine große Dampfwolke. Der Direktor sagte ihm, dass er unter der Dampfwolke den Drachen finden würde. Und dann war er weg. Unser Held hatte vergessen zu fragen, ob er nun losrennen oder langsam gehen und immer zu Rumplesnitz rufen sollte. Er musste nicht lange überlegen, der Drache hat ihn erblickt und griff an. Das ging so blitzschnell und Gervain war so verdattert, dass er nur einmal Rumplesnitz stammeln konnte und seine Streitaxt schwang. Und siehe da, da lag der Kopf des Drachens. Jetzt feierten ihn seine Kameraden als großen Helden. Aber der Herr Direktor wollte nicht, dass er durch so viel Beifall hochnäsig würde und bestand darauf, dass er als fest angestellter Dauerdrachentöter weitermachen müsse. Also zog Gervain an jedem Morgen los, um einen Drachen zu töten. Es gab Tage, da war gar nichts los im Wald. Aber meistens erwischte er doch einen.
An einem Donnerstagnachmittag hatte er großes Glück. Da konnte er gleich drei erschlagen. Ein Mann und seine Frau und einen entfernten Verwandten, der auf Besuch war. Manchmal beobachteten ihn seine Kameraden aus sicherer Entfernung und erzählten dann, dass er die Drachen oft auf 3 Meter herankommen ließ, bevor er Rumpelsnitz sagte. Einmal konnte eine Gruppe staunender Touristen aus London mit ansehen, wie er quasi mit der linken Hand einen Drachen erschlug. Die rechte hatte man ihm auf den Rücken festgebunden. Aber auch hier hieß es wieder runter mit der Drachenrübe. Aber es kam, wie es kommen musste. Seine Erfolge stiegen Gervais in den Kopf und er fing an, ein liederliches Leben zu führen. Nachts schlich er sich aus dem Internat in die Dorfkneipe und kippte so seine 25 Krüge Bier oder Met. Nach so einer durchsoffenen Nacht zog er morgens los, um seinen 50. Drachen zu erlegen. Oh, ihm brummte der Schädel und sein Panzerhemd zog ihn nach vorn. Kein Wunder. Daran baumelten sämtliche Orden und Ehrenzeichen, die er als Drachentöter eingeheimst hatte. Und die wogen immerhin 8 bis 9 Pfund. Gervais fand einen Drachen. Nichts Besonderes, schon ein ziemlich alter Herr, kein Zahn mehr im Rachen. Er sah Gervais ängstlich an, denn er hatte so allerlei von ihm gehört und wusste auch, dass er durch einen Zauber beschützt wurde. So ergab sich der Drache in sein Schicksal. Er wusste, dass nur ein Wunder ihn retten konnte. Gervais hob seine gefürchtete Streitaxt, ließ sie wieder sinken, wurde käseweiß und zitterte wie Espenlaub. Was ist denn? Entsetzlich. Ich habe das Zauberwort vergessen. Oh, das ist aber traurig. Ja? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Wie ist denn der erste Buchstabe von deinem Zauberwort, Kleiner? Es fängt mit einem R an. Ein R. So wie räudiger Riesendrache, ja? Mhm. Na schön, gib auf. Und was machst du, wenn ich aufgebe? Dich fressen. Und wenn ich nicht aufgebe? So eine Frage, dann fress ich dich erst recht. Wenn es sowieso egal ist, dann friss mich. Oh, so egal ist es wieder nicht. Wenn du nicht aufgibst, schmeckst du mir viel besser. Dann wirst du dich ganz wild wehren. Und ich liebe wild. Gervais traf den Drachen mit einem gewaltigen Streich. Und der Kopf des Untiers flog 40 Meter quer durch den Wald. Die Sache war unserem Drachentöter gar nicht geheuer. Er überlegte und überlegte. Aber es blieb dabei. Er hatte gar nicht Rumpelsnitz gesagt. Er rannte, was er konnte, zum Herrn Schuldirektor und erzählte ihm, was passiert war. Ich habe gar nicht Rumpelsnitz gesagt, Herr Direktor. Endlich bist du dahinter gekommen. Jetzt bist du ein richtiger Held. Du weißt jetzt, dass du die Drachen getötet hast und nicht dieses alberne Zauberwort. War das vielleicht gar kein Zauberwort, Herr Direktor? Natürlich nicht. Das haben Sie doch aber gesagt. Und jetzt sagen Sie plötzlich nein. Es war kein Zauberwort, aber es hat dir die Angst genommen, mein Junge. Oh Gott, wenn ich nicht immer mit aller Kraft zugeschlagen hätte, dann hätten die mich ja fressen können mit Haut und Haar. Entsetzlich! Am nächsten Morgen zog Gervais nicht auf die Drachenjagd. Es war schon Mittag, als ihn der Herr Direktor noch im Bett fand. Er rief den Professor für Manneszucht und der schleifte den Jungen an den Waldrand. Er schleppte ihn weiter bis zu einem Dickicht, über dem eine kleine Dammwolke hing. Offensichtlich hauste hier ein winziger Drache. In dieser Nacht kam Gervais nicht zurück. Auch an den folgenden Tagen nicht. Er kam nie wieder. Aber alle Touristen, die die Ritterschule besuchen, bewundern noch heute eine große Tafel im Speisesaal, auf der steht: Zum Andenken an Gervais Le Cœur Hardi. Er tötete 50 Drachen. Dieser Rekord ist nie wieder erreicht worden. Es hat die folgende ein wenig philosophische Betrachtung mit dem, was gerade im Bild passiert, nicht viel zu tun. Auch nicht mit geistiger Umnachtung des Dichters oder Versemachers, der oft mal wegen eines Lachers ein dummes Witzchen macht, das sollte man ihm vergeben. Auch Versemacher müssen schließlich von was leben. Nun wollten wir ja aber philosophisch, um nicht zu sagen metaphysisch sein. Auf philosophisch reimt sich strophisch, obwohl bei Licht besehen ist dieser Reim nicht rein. Und viel zu viel Gequatsche ist es auf jeden Fall. Na, vielleicht läuft das Filmchen gerade im Karneval. Das wäre ein Glück, dann gäb's ja nach 8 das vielgeliebte Mainz, wie es singt und lacht. Dann wären zu dem, was die dort singen, sagen, lesen, die ungereimten Reime
gerade der richtige Prolog gewesen. Nun sehen Sie mal, jetzt sind von dieser Überleitung, zu der wir mal was Neues sagen wollten, durch relativ geschickte Aufbereitung schon die Sekunden weg, die weggehen sollten. Jetzt kommt noch ganz genau wie vor 8 Tagen, und darum dürfen Sie es auch weiter sagen, die Sache mit dem Tropferhahn im Badezimmer. Jetzt geben Sie Acht, jetzt steht das Paulchen auf wie immer, womit wir endlich wieder im Geschehen sind und auf das Philosophische verzichten und nun ganz brav wieder zum Bilde dichten.